So Leute, herzlich willkommen zurück zu Duel Master Senpai Legends. Ich habe jetzt ein bisschen gespielt und habe jetzt mein Deck einigermaßen verbessert. So, wie viele Siege habe ich denn jetzt eigentlich? 26 Siege und eine weitere Niederlage geschafft. Wir sind Level 9, noch ein Amateur. Und ja, knapp eine Stunde habe ich jetzt gespielt. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir müssen jetzt finden Detektiv Klein in Greenwood. Okay, dann müssen wir da hoch. So, das hier ist jetzt, kann man sagen, die Welt. Und da kann man dann halt gegen Leute hier spielen. Machen wir jetzt mal, um euch halt mein Deck mal zu präsentieren. Aber ich glaube, Licht ist zu heftig für uns. Also mit Licht habe ich so meine Probleme, weil die schon sehr arg schwer sind. So. So ein bisschen Feuer haben wir noch drin. Weil einfach notwendig, finde ich. So. Gequälter Knochenghoul. Wichtige Karte. Ziemlich wichtig, muss ich sogar sagen. So, 3. Hier müssen wir noch einen rufen. Und dann vernichten wir erstmal Aqua Vehicle. Also privat habe ich Wassermann gezockt, muss ich sagen. Also früher war ich so ziemlich gerne der, ich spiele Wasser. Weil ich finde es ganz cool, dass der Gegner sofort seine Karten wieder auf die Hand bekommt mit Spiraltor oder Teleportation und dann Kristalllanzenträger und Spiel ist vorbei, ne? So lief das dann immer ganz gerne ab und ja. So, ich habe jetzt gerade noch vor der Aufnahme noch einen zweiten Todesqualm reingepackt. Deswegen ganz gut. Wenn er jetzt einen Blocker hat, wäre nicht so geil. Höchstens Smaragdgras könnte er spielen. Okay, macht er nicht. Macht er eben nicht. So, dann kommt Zackern. So, ein bisschen ungeschickt hier noch. Okay, ich hatte jetzt Angst, dass es Heiliger Funke war. 6 Karten in der Hand, wow. So, und damit haben wir schon gewonnen. So, guck mal, was wir für Karten ziehen. Gequälter Knochenghoul. Ja, super. Vor der Aufnahme dachte ich so, ja, so ein gequälter Knochenghoul, der wäre schon geil. Weil ich habe den, glaube ich, nur zweimal im Deck. Genau, zweimal im Deck. Und das ist in einem Finsternis-Deck nicht machbar. Sprich, es geht nicht. So, ich schmeiß jetzt allmählich Feuer raus, weil Feuer ist zwar geil, aber ich muss Finsterniskarten drin haben. Denn wir wollen mit einem rein rastigen Finsternis-Deck spielen. So. Okay, Sylphie brauchen wir jetzt gerade nicht. Der ist ganz cool. Zerstört einfach mal alle 2000er Kreaturen oder runter, weniger. Ja, die Sache ist nur, wann hat man mal die Situation, dass 2000er Kreaturen gespielt werden? Nicht allzu häufig. So. Für sowas ist jetzt Kamis Roter Hammer einfach geil, deswegen möchte ich den eigentlich ungern weggeben. Na ja, Bronze Armsturm. Ich mag die Musik, die ist cool. Die ist echt geil gemacht. Okay, brennende Nähne. Und gequälte Knochenruhe. Eine perfekte Hand, muss man dazu sagen. So, ja, ich kann nichts rufen, außer meinen Hirnfresser. Den vernichten wir jetzt erstmal einen Bronzearmsturm. Und Geisterberührung. Oh, mit dem Todesqualm. So, vernichten wir jetzt erstmal die brennende Mähne. Das ist leider mein Schläger. Seiler down. Gut, dafür können wir jetzt Zackern rufen.
Ja, Zackern ist eigentlich geil, aber so ein Endzug bringt da eigentlich nichts. Okay, Vampir Si. Ne, Gigagon. Gigagon ist eigentlich ganz cool, denn er gibt mir meine Monster wieder. Also, ich glaube, ich darf eine Monster. Jo, du greifst jetzt Zackern an, ne? Das wäre übel, wenn er Zackern angreifen würde. Ne, warte. Dann schmeißen wir Geisterberührung lieber weg. Wir haben noch nicht ein Schild von dem besiegt. Ah, jetzt geht man für zwei Clown down. Ich ziehe auch nur scheiß Blocker. Das ist ja ganz gut, aber ich brauche Monster. Weil dann kommt sowas. Und dann holt er sich ganz schnell seine Lieblingskreaturen. Ja, Kompen! Was ist denn hier los? Zwei Schildauslöser hintereinander. Und das ist das Problem an Natur. Und ich ziehe hier wirklich nur Blocker. Das ist ja ganz nett, ne? Ich meine, Blocker. Nee. Beenden wir lieber. Bei Todesqualm können wir echt noch für stärkere Monster brauchen. Scheiße. Okay. So, erstmal der schöne Gatling-Himmelsterror. Eine meiner Lieblingskarten, muss ich sagen. Dass wir den gezogen haben, finde ich so ganz merkwürdig. Muss ich sagen. Okay, Nachtmeister-Schatten. Ein Blocker, der auch angreifen kann, glaube ich. Unsere Wendung mal wieder. Alles klar. Und der graue Ballon. Ich dachte mir, dass das eine Schreckensgrube drin ist. So. Man weiß sowas einfach. Wenn man schon so viel Duel Masters gespielt hat, dann weiß man einfach. Bei manchen Karten sind einfach gewisse Karten drin. So, wir sind jetzt in Greenwood. So, ganz rechts müsste der Detektiv sein. Hallo, ich bin klein. Kann ich etwas für dich tun? Das hoffe ich. Ein Dieb hat mir meine preisgekrönte Duel Masters-Karte gestohlen. Sie war ein Familienerbstück. Es tut mir leid für dich. Konntest du sehen, wie er aussah? Nein, das war zu dunkel, aber er schien ein X auf seinem Gesicht gehabt zu haben. Ein X, interessant. Ich denke, ich kann dir helfen. Mein Honorar beträgt 200 Credits pro Tag. Ein Spezialpreis für dich. Oh, so ein Pech, so viel Geld habe ich nicht. Ich sehe, du hast da ein Deck. Bist du ein Duellant? Vielleicht sogar ein ganz guter Duellant. Ich bin der Beste, ich bin eins mit meinem Deck. Genau. So bin ich auch immer, ne? Interessant, wenn du das Turnier und die Medaille für mich gewinnst, werde ich dir auch ohne Honorar helfen. Kein Problem, ich werde den anderen keine Chance lassen und bald mit ihrer Medaille zurück sein. Ein guter Junge, er wird ganz sicher ein wahrer Duel Master. Genau. Ja, von der Story her ist das einfach, ist das Spiel einfach scheiße. Muss man sagen. Aber, dass man so viele Karten zur Verfügung hat. Bereits, ja, speichern wir das Spielchen. Okay, was für einen Preis bekommen wir? Steinsaurus, brauche ich nicht. Denn ich bin ein wahrer Duelmeister. Jojo, Runde 1 von 2. An sich sind die Turniere eigentlich relativ easy, bis auf das letzte. Das letzte ist richtig nervig. Also für die Leute, die mein Let's Play noch nicht gesehen hatten, darf ich ja nicht spoilern. Für die, die meins schon kennen, die wissen, was ich gerade eventuell gemeint habe.
Naja, nicht nur eventuell, ne? Wen soll ich rufen? Oh Gott, so krass, Guido. Schleichende Seuche, bringt dir nichts. Der Matzer stirbt sowieso. Ja, Licht und Finsternis ist echt eine coole Kombi. Mondscheinblitz. Okay. Kein Problem mit. Im Gegenteil. Der Gatling brauche ich nicht. Diesen Zug muss ich ohne Gatling aushalten. So. Okay, la. Ja, wenn ich Glück habe, ist das Duell aber schon vorbei. Cool, der Streckenskobo auch noch gezogen. Tja, was für ein Zufall, ne? Ja. Und gewonnen! Ganz einfach. So, jetzt kommt der nächste. Also im Grunde ist es mir eigentlich egal, wer anfängt. Am liebsten würde ich natürlich anfangen. Nur der, der angefangen hat, hat natürlich eine Karte weniger. Ja gut, die Hand ist eigentlich scheiße gewesen, muss ich sagen. Scheiße Berührung. Klaut ihr mir Karten, das ist nicht so cool. Nochmal klar. Ach ja, genau die richtige. Ja, und dann ziehe ich natürlich nur eine Karte, kein Monster, was ich brauche. Ja, was für ein Zufall, ne? Auch noch Zakan. Oh. Super, dann kann der jetzt. Oh, der hat ja auch genauso eine geile Hand. Ja toll, Blocker ist schön, aber wenn er jetzt gleich mit einem Supermonster durchrennt, wird mir das auch herzlich wenig. Okay, Resul. Geht jetzt gleich da ja nicht mehr an. Okay, alle? Ja, Heiliger Funke war es. Okay, cool. Spielt einfach mal Heiliger Funke. Sieht man auch selten. Würde ich mal sagen. Sieht man selten. So. Und zuerst mal zerstören und Schildchen weg. So, Semper Legends finde ich wesentlich schneller als der Nachfolger, das Kajudo Showdown wäre. An sich habe ich auch vor, diesen Teil zu spielen. Also, Kajudo Showdown, der dauert deutlich länger, weil der deutlich härter ist. Aber mal schauen. Ich muss erst mal schauen, wie gut wir hier durchkommen. Und natürlich habe ich ja noch andere Projekte zu erledigen, denn ihr wartet ja auch, dass hier auf dem Kanal viel mehr passiert. Und bestimmte Let's Plays und so weiter. Deswegen müssen wir gut weiterkommen. Aber wir gewinnen jetzt gerade, haben das Turnier gerade gewonnen. Kriegen jetzt die läppische Steinsaurus-Karte, die wir nicht brauchen. Und ich glaube, einen Booster kriegen wir auch noch. Ja, genau, einen Booster. So. Okay, Maskenschreck brauche ich nicht. So, dann gehen wir zurück zu Klein. Ne, Klein heißt er, genau, Klein. Du hast es geschafft und meine Nachforschungen haben ergeben, dass der Dieb ein Profi-Duelland ist. Die meisten Duel-Profis leben in Lakeburg, der Hauptstadt. Niemand weiß, wer er wirklich ist.
da er immer eine Maske mit einem großen X darauf trägt. Du kommst nur in dieser Stadt, wenn du alle Dorf- und Stadtturniere gewonnen hast und ein Profi-Duellant geworden bist. Fordere als nächstes die Duellanten in Bria Hills heraus. Ich komme nach, wenn ich meine Nachforschung beendet habe. Okay, das ist doch schon mal eine gute Herausforderung. Als nächstes geht's nach Brian Hills oder Brian Hills. Ich keine Ahnung, wie man das auch spricht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall heißt das für uns aber erst im nächsten Part. Und dann sage ich mal wieder, bis dann, haut raus und ciao.